Wo sind die Gegner? Freitag, Sonntag, Kev, geh schon, bist doch dumm, Kev, ich hasse dich. Da muss man sich dann auch mal ein bisschen konzentrieren, ne? Ah, hallo ihr Lieben, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Teil GTA Online Action. Es ist wieder Spielelüste-Zeit, nächste Woche gibt es dann eine Challenge, versprochen. Und dabei ist natürlich auch wieder der Dena, hallo. Hallo mein Junge, wir spielen heute die Spielelüste Cash is King. Und das erste ist hier, was wir machen, ist ein Rennen, also wir werden nicht... Ach, ich fliege das ganze Ding hier, ich denke, wir fliegen so komisch. Ja, du fliegst da so komisch. Mit einem neuen Flugzeug anscheinend, was ich auch noch nicht gesehen habe, mit der Vestra. Und zwar sind wir halt, ne, ihr wisst, erfolgreiche Chefsleute, erfolgreiche YouTuber, die benutzen nicht mehr die öffentlichen Verkehrsmittel. Die benutzen auch keine Longboards mehr, ja, die benutzen ein Flugzeug. Und keine deswegen, Longboards mehr? Ja, okay, Flugzeug und Longboard, ja. Okay. Und, lange Strecken halt irgendwie das Flugzeug. Doch, ja, das kennt man doch, das hatten wir doch schon. Das hatten wir in der Einstellung schon, aber da habe ich mich auch gewundert, wie das ausschaut. Das sieht aber auch von vorne anders aus als so von hinten, wenn man das echt fliegt. Ja. Ach, das ist sogar das Rennen, was wir schon mal hatten, ne? Kann es sein? Egal. Aber diesmal ohne GTA. Und das ist halt eine Spielliste. Das heißt, die nächsten beiden sind dann keine Rennen, das ist dann irgendwie so ein. Dieses Ding mit dem Koffer, was auch immer das nochmal war. Und noch irgendwas anderes. Auf jeden Fall so eine. Ich hätte fast gesagt, abwechslungsreiche Spielliste. Erstmal sterbe ich einfach. Sehr geil, und ich bin erster Platz. So ja, gefällt ja, mir das schon mal. Ich sehe das, Kev. Da hast du natürlich gerade mal einen sehr guten Start erwischt, während hier 50.000 Leute alle gestorben sind. Extra ein bisschen weiter hochgeflogen. Ich habe das schön gesehen bei mir auf der Aufnahme. Und sind alle aus meiner Crew. Wir spielen immer noch eine Spielliste, sind immer noch hier in unserer Twitter-Session sozusagen, wo wir euch gesagt haben, hey, ihr könnt mitspielen und seid immer alle super aktiv. Es ist super cool. Mega Hammer. Wir haben mega das geil. Früher nie gemacht. Jetzt plötzlich werden die Spielliste immer sofort voll mit Crewmitgliedern. Sehr geil von euch, meine lieben Jungs. Danke dafür. Ha? Ich bin ein Pixel daneben geflogen. Und hast du dich gezählt? Ja, nee. Normalerweise zählt auch immer nur nicht. Nee, ein Pixel ist zu viel. Oh Mann. Jeder Pixel zählt, das hätte ich dir gleich sagen können, mein Lieber. Das gibt's doch nicht. Welcher Platz bist du? Na, ich bin auf dem vierten Platz, aber zwei sind direkt vor mir. Ich bin hinter dir. Ah, okay. Ich sehe auch sogar den ersten. Jetzt muss man natürlich gut fliegen. Du musst halt immer den kürzesten Weg nehmen. Das ist so beim Flugding immer so. Du darfst halt keine Umwege fliegen. Weil das kostet halt alles Zeit. Und ansonsten ist es halt gleich schnell. Da kannst du nicht so viel falsch machen beim Flugrennen. Ja. So. Das ist immer so einen kurzen Weg nehmen und so weiter. So. Oh, der vorne brennt aber. Der vorne brennt, dann dürfte er eigentlich nicht so schnell sein. Ich keine Ahnung, was der gemacht hat. Zu tief geflogen oder irgendwas berührt. Ich hol dich ein, Dena! Ja, ich hole aber die beiden hier ein. Wieso holst du denn mich ein dann? Alter, die sind schon direkt neben mir. Oh mein Gott, das wird gleich ein Crash geben. Das wird sowas von Crash geben. Irgendjemand crasht hier. Und der erste, Kev, der erste brennt total. Der schafft kaum noch die, der kaum, schafft's kaum noch hier durch. Wir sind alle direkt übereinander. Alter Schmiede, ich verbrenne. Oha! Ach, Giga auf meiner Hand! Ich überlebe! Was? Ach, der Giga! Ich schnabuliert! Ich wundere mich schon, was juckt mich so in den Arm, die frisst dich! Oh mein Gott, Alter, wie halt um hier rumfliegen. Ich glaube irgendwie, wenn die sterben, weil irgendjemand nicht reinfliegt. Alter, der gelbe und der rote. Oh mein Gott, ich versuche den irgendwie auszuweichen, aber die weichen mir nicht aus, das weiß ich. Die fliegen einfach in mich rein. Renn zu! Nein! Oh mein Gott, verdammt, nein! Ich überlebe einfach! Da war Glück dabei und Können und vor allem war das Karma, weil ich habe einfach versucht auszuweichen, bin extra rücksichtsvoll geflogen und deswegen sind nur die gestorben. Das gibt's doch nicht! Die Fliege fängt an, meinen Arm zu essen! Ah, Kev, der ist sehr schmackhaft. Wenn einmal ein Viech anfängt zu essen, dass du dann denkst, dass dir alles juckt. Ja, ja. Und das habe ich jetzt. Oh. Alter, ich bin auf erstmal so ein bisschen Abstand. Alter, ich bin einfach nur froh, dass mich gerade niemand direkt einfach umfliegen kann. Alter, was machen die da hinten? Irgendeiner stürzt gerade ab. Das habe ich gesehen. Jo, einer ist abgestürzt. Irgendeiner ist abgestürzt. Alter, es stürzt doch einer fast ab. Ist nicht? Lang ist nicht mehr. Ich muss mich ein bisschen mehr auf mich konzentrieren, aber ich habe Angst. Ich möchte, wenn ich mich nur auf mich konzentriere, dass ich verpasse, wie jemand in mich reinfliegt. Und jemand überholt mich gleich. Die sind irgendwie schneller als ich, warum auch immer. Warum sind die so viel schneller als ich? Nur weil die hinter mir sind. Nein, die sollen mich nicht überholen. Vielleicht fliegen die auch irgendwie den kürzeren Bogen. Jawohl, einer schon vor mir auf der rechten Seite, glaube ich. Ich bin erster Platz! Was? Jemand? Alter Schwede, wer? Irgendjemand ist gerade fast abgefangen. Irgendjemand? Kev, geil, warst du das etwa? So. Alter, wer ist gerade erster überhaupt? Ich check das gar nichts mehr hier. Ich check hier gar nichts mehr. Oh mein Gott, einer ist direkt unter mir, einer ist direkt unter mir. Nein. Oh mein Gott. Du bist nicht erster, ich bin erster. Ich bin fast ein Asi. Ich hab den verpasst. Aber er zählt irgendwie trotzdem. Ist das ein Asi, der hat ihn runtergedrückt? Entschuldigung. Alter, Karma, ich hab gewonnen. Wegen Karma hab ich gewonnen, weil ich immer nett geflogen bin. Gewonnen. Das war so verdient. Ich hab Dena zweimal aufgeholt. Ja, zweimal. Aber ich bin. Er hat einfach nur Glück, weil er den Leuten aus dem Weg geht. Das ist Karma, weil ich bin einfach nett zu allen. 15.610. Tschüss. Richtig viel einfach mal bekommen.
Ich hab 15.000 Euro bekommen. Oder was? Dollar. Ja! Und wieso krieg ich nur 7? Ja, weil du halt nicht so gut bist, wie ich, hast. Was? Hallo? Oder hast du so eine episch schnelle Runde? Steht, du hast nur 3.790 sogar bekommen. Ja, deswegen sag ich ja, wie kannst du 15.000? Ja, ist klar! Entschuldigung. War klar, Alter. Leider habe ich kein Wettengeld bekommen. Richtig gut, läuft richtig bei mir, da kannst du nichts sagen hier. Das gibt aber einen richtig dicken, fetten Like von mir. Ich hoffe, ihr liked auch, ja? Wollte gerade sagen, und wie, wenn ihr die Fliege gesehen habt, schreibt mir bitte wirklich in die Kommentare. Ja, Daumen hoch für Kev wegen der Fliege, muss man natürlich sagen, ja? Das war natürlich... Es gibt die Butterfliege, Kev. Ja. Bitte. Wow, ich habe meinen Tisch hochgefahren, ich tepp. Na, kannst du bitte fortfahren machen? Klar kann ich fortfahren drücken, es tut mir sehr leid, ne? So, ja, wunderbar, wahrscheinlich waren wir jetzt hier plötzlich wieder mal einen ganz anderen Auswahlbildschirm sind. Wir haben gerade an der Spielliste, die zweite Challenge war voll verbuggt. Wir hatten, da mussten da Koffer einsammeln und die Koffer sind eigentlich nicht gespawnt. Aber egal, dachten wir uns, haben wir es dann abgebrochen nach 10 Minuten. Es ist gar nichts gespawnt. Keine Waffen mehr, alle nur noch in der Base gecampt. Aber wir waren ein gutes Team eigentlich, ne? Aber haben wir dann weggekackt. Waren ein gutes Team, aber leider war sie absolut verbuggt. Nach 10 Minuten haben wir gesagt, komm, das macht keinen Sinn mehr. Wir setzen einen Cut, das heißt, wir haben hier das schöne Flugzeugrennen gehabt und jetzt hier ein weiteres Rennen. Und das ist ein von Rockstar verifiziertes Rennen, also von Usern erstelltes, was irgendwie mit bisschen Dings sein soll. Drift. Hat es gerade geklingelt bei mir? Weil Izzy wollte gleich vorbeischauen. Ich glaube, es hat geklingelt. Ich habe jetzt mal einen Kopfhörer rausgenommen und schau mal gleich auf mein Handy. Der wird sich schon auf mein Handy beschweren, wenn ich nicht aufmache. Kann nämlich sein, dass Izzy gleich kommt, aber... Ja, der klingelt. Er hat geklingelt! Scheiße, aber ich bin im Rennen. Da muss er jetzt warten, da muss er jetzt warten, da muss der Izzy warten, da muss er in der Kälte warten. Ich meine, kalt ist es ja auch nicht, ist ja schon relativ warm draußen. Ich meine, ich schwitze schon drin. Ja? Macht richtig Terror. Der macht richtig Terror, aber so richtig hart. Ja, den hole ich gleich. Der kann erstmal zu Simon gehen, der kann erstmal zu Adi gehen, ja? Ah, wir müssen ja noch Ramble aufnehmen, aber erst... Alter, der macht Terror ohne Ende. Scheiße, ich kann das aber gerade nicht. Ich will in die Aufnahme. So, in die Aufnahme geht vor, meine Jungs. Alter Schwede, was für ein Terror der macht. So. Nein! Oh, doch, noch bekommen. Alter, das ist echt ein Drift, du musst die ganze Zeit hinher. Hinher. Ich rufe den gleich an. Frage, ich hab einmal zu früh den Drift anrufen, gemacht. Aber, wow. Aber ich schaff das einfach nicht. Aber ich bin auf dem ersten Platz im Moment. Ich bin auf dem ersten Platz. Das Ding ist, du kannst es dir jetzt auch nicht erlauben, ranzugehen. Nee, eben. Ich bin gerade. Da ruft er schon an. Fuck. Und jetzt hab ich mein... Mann, oh! Verdammt, ich kann nicht am Telefon rangehen, weil ich hier drehen muss. Scheiße, Alter. Izzy, du bist in der Aufnahme, hallo. Ja. Hörst du mich? Ich mach dir gleich auf, aber ich muss gerade ein Rennen fahren. Ich fahre gerade ein Rennen. Verdammt. Er hört dich nicht. Ich war die ganze Zeit auf dem ersten Platz und hast angerufen, jetzt bin ich auf dem letzten. Nee, dritter jetzt. Hör auf zu lügen, Dena. So. Ich würde doch diese eine Kackbratze hier. Hörst du mich, Izzy? Ja, ich. Ah. Hallo, Izzy. Aber Kev hörst du nicht, aber Kev sagt hallo. Kannst du zurück hallo sagen? Hallo. So, ich sag dir, ich bin auf Position 3 von 5 und jetzt bin ich auf 2 von 5. Jawohl. Oh, lol. Und er dreht, der Spasti mich mit seinem rosanen Auto. Die Leute sind so asozial, wie sie ja manchmal wegstoßen. Ja, aber Kev, das gehört sich so. Nein. Pack. Oh, verdammt. Da kommt mir einer entgegen und da verpasse ich den Scheiß. Nein. Weißt du, das ist so im GTA 5, das ist so ein Drift-Rennen, Slalom-Rennen, wo man die ganze Zeit links, rechts, quer und ich mach mich ganz kaputt. Oh, zu langsam. Nein! Scheiße, ich weiß nicht mehr, wie viel drum das ist. Ja, Kev, du bist hängen geblieben, bist du, ich sehe ja schon. Ohne Witz. Bist du auf dem letzten? Ja. Nee, ich mach dir gleich auf, keine Sorge. Oh, warte. Der arme Izzy. Nein, du klingst nicht bei Talon an. Die wollen schlafen, die wollen jetzt Ruhe, ja? Die wollen jetzt, haben die fett lecker aus. Die wollen einfach so pennen. So, ich bin jetzt hier auf dem dritten Platz, immerhin. Weißt du, ich hole dich jetzt schnell. Ich mach die Tür auf. Der ist schon im Ziel. Warte. Und ich muss Angst haben, das Rennen gar nicht zu beenden. Komm schon. Du schaffst das, Kev. Du schaffst das. Izzy? Ja? Du musst schon klingeln, sonst kann ich nicht aufmachen. Jetzt kommt diese ganze Action da hinten. Oh mein Gott. Oh, so schlecht war ich schon lange nicht mehr. Jetzt wollen die Ramble aufnehmen. Wir haben schon etwas überzogen, aber weil Dena und ich ja auf dem Webvideopreis sind und dann in der Wochenende nicht aufnehmen können, ist es so, dass wir im Voraus aufnehmen möchten, zumindest ein paar Folgen. Alles klar, so. Und deswegen brauchen wir noch eine. Ist auf dem Weg. Hallo. Wo, auf welchem Platz bist du jetzt gelandet? Ach, und? Letzter, Kev. Sehr gut. Ach, letzter. Was ein Zufall. Ich weiß ja nicht, hängen wir da noch was dran, oder?
Wir können aber, das war jetzt ziemlich kurz, dann lass doch einmal hier eine kleine Challenge hier ranhängen, ja? Ich weiß es gar nicht, was da irgendein Rennen oder was? Haben wir drei Rennen. Die Buckelpiste? Die hatte ich schon mal. Ich weiß auch nicht mehr, was wir immer noch hatten und was wir nicht hatten. Da siehst du mal ein Häkchen dran, was du schon hattest und nicht. Dann mach mal oben rechts, oben rechts, oben rechts, oben rechts. Das ist Deathmatch. Ja, egal. Ich hab da irgendwie Lust gerade drauf. Okay. Deathmatch, Deathmatch, Deathmatch. Ich hoffe mal, die anderen voten auch dafür. Ja, haben wir genommen, sehr schön. Sehr gut. Dann nehmen wir nochmal eine Challenge drauf. Jetzt wird der Server voll gemacht. Ich muss hier im Moment auch hier reinkommen. Hallo, Izzy. Hallo, Izzy. Hallo, hallo, hallo. Dann nimmt einfach da den Stuhl hier. Take it, Izzy. Ja, ich bin heiß. So, Team Deathmatch. Izzy. So, und wer zuerst 10 Kills hat, mein Lieber? Oh, Dena, soll ich dir was Geiles verraten? Was? Ich hab mir eine... Ja, okay. Ich hab mir eine griechische Spezialität mit nach Hause gebracht. Aha, und zwar? Und zwar, ich war ja auf der Insel Rhodos und da hatten die ganz viele so Obstplantagen, wo Orangen wachsen. Okay. Und ich hab mir... Hallo Kev, ich kann dich nicht hören, aber hi. Wenn du Kopfhörer hast, kannst du damit hören. Und ich habe mir ein Schälchen Orangenhonig mitgebracht. Orange? Ich mag keinen Honig. Aber der schmeckt so mild, weil er aus der Orangenpflanze ist. Lecker, lecker, lecker. Honig aus der Orangenpflanze? Oder, ja, weil die Bienen machen das doch, aber... Die Bienen machen das in den Orangen drin? Nein. Ach so, sie holen sich von den Blüten von den Orangen. Ja. Ach so, okay. Der schmeckt halt ganz anders als dieser Deutsche. Ja, das ist Biologie, weißt du, das ist lang her, von Schule her. Mmh. Okay, warte, spielen. Ah, nee, wir müssen noch warten, bis der Letzte hier beitritt. Ja, genau. Izzy, auf jeden Fall esse ich gerade einen kleinen Löffel, ne? Ich zeig dir, wie das schmeckt. Ja, noch weiß nicht. Kevin, ich will dich jetzt ganz kurz nicht. Ich weiß nicht, wie es hier mit anstrengen muss. Yum. Geil, la Honig. Oh, geilo, was geht? Oh, geilo, Izzy, was geht ab? Ich hab grad die Monster Longboard Tour ins YouTube-Haus gemacht. Wuh, hammergeil. Arsch. Bist du gestorben zwischendurch? Ich nicht. Aber? Diverse andere Verkehrsteilnehmer. Natürlich auch. Natürlich. Ja. So, das ist deine Chance, dich mal in Fort Zancudo rumzutreiben, ohne befürchten zu müssen, dass dich gleich ein Panzer über den Haufen schießt. Es sei denn, einer der Gegner schießt dich mit einem Panzer über den Haufen. Deathmatch ist in den Hangar von bla bla bla. Panzer gibt hier. Es auch? Anscheinend sexy. Können wir sogar. Vielleicht können wir so einen Panzer rein machen. Geil wären auch, ne? Düsenjäger. Ich glaube. Boah, man kann sogar. Vielleicht kann man sogar das große Flugzeug nehmen. Ja, Titan kann man nehmen, ist hinter mir. Ja, aber ob man den noch nehmen kann, ist eine andere Frage. Wieso habe ich eine rosa, eine Waffe? Wie stylisch ist sie? Nein, ist gut. Nur weil du bist, nein, das war doch keine rosa, eine Waffe. Das Alter, stimmt, ich möchte, ich möchte. Lass Hallo? Mich, Kev, ich möchte. Ah! Lass mich! Verdammt! Basti! Alter, ich habe eine richtig geile Waffe. Ich möchte hier rein. Ich bin mit drin. Kev, das ist ziemlich dumm, weil es ist ein Deathmatch. Das bringt gar nichts, wenn man im Flugzeug ist, das nicht schießen kann. Wir hauen einfach ab. Ich hab hiermit nichts zu tun. Ich auch nicht, Kev. Wir haben hier nichts mit zu tun. Lass mich. Ja, flieg schön hoch und dann fliegen wir mit falschem so runter, okay? Oha. Das hört sich nach einem guten Plan an. Ja, das hört sich nach einem Plan an zum Sterben. So. Wie geht's dir? Das war was mir? Ja. Ich bin arg erschöpft und mir ist super duper heiß, aber sonst alles ganz super. Bist du auch auf dem Webvideopreis? Ja, natürlich. Selbstverständlich. Der ist, wenn diese Folge hier raus ist, war der, glaube ich, schon. Echt? Ja, weil wir nehmen jetzt, das ist die dritte Folge, die wir heute aufnehmen. Die kommen raus am Mittwoch. Wo sind die Gegner? Freitag, Sonntag, Kev, geh schon, bist doch dumm, Kev, ich hasse dich. Da muss man sich dann auch mal ein bisschen konzentrieren, ne? Kev, das war absichtlich. Kaum redest du mal mit. Weißt du, das waren Minuspunkte für uns wahrscheinlich. Das waren keine Minuspunkte. Was ist los? Aua. Kaum redet Kev mal mit Izzy, ist also sofort total unkonzentriert. Kann man natürlich verstehen. Und Izzy ist halt ein schnieker Typ, ne? Ja. Definitiv. Oh, da hinten sind welche, Kev, und die schießen. Oh. Ja, ich hab grad einen Kill. Aber ich auch. Okay, da oben ist einer. Tot. Ja, das habe ich gesehen. Leider bin ich gestorben. Wie konnte er mich killen? Egal, ich habe 2 Kills geholt, Baby, und ich bin der erste Platz, Junge! Skill! Ja, weil wir in unserem Team alle nur schlecht sind. Nein. Du bist schlecht. Ich bin nicht schlecht. So, jetzt. Oh, da hinten. Was für ein Auto-Aiming. Durch die Wand durch. Halt! Alter! Ist nicht so dein Tag hier, ne? Ich habe die erste Challenge gewonnen gegen ihn heute. Okay, dann darfst du. Ja. Aber die erste habe ich gewonnen, mein Junge. Nein, die erste habe ich gewonnen, die zweite hast du gewonnen. Killserie! War es einfach mit einem Auto. Finde ich viel besser. Ich habe eine Killserie, mein Lieber.
guck mal hier. Ich fahre dich einfach um, Kev. Du bist mir egal, auch wenn du im selben Team bist. Oh, ich fahre ihn um, ich fahre ihn um. Lass mich! Zehner, ich hab doch eine Kill-Serie! Jetzt haben wir wegen dir verloren! Ach, klar! Wir haben wegen dir verloren am Anfang schon! Kev, ich bin mindestens genauso enttäuscht wie du. Ja, Dena hat die Schuld, das hast du auch gesehen. Ich hab Geld bekommen, wo ich gar nichts gemacht habe heute. Ist wirklich so, was macht der da? Ich denke, das war's für diese Folge. Das war sehr chaotisch und sehr durcheinander. Ja, erster Platz von unserer Gruppe, da hab ich doch gewonnen jetzt hier. 5-3 und Dena ist hier zwischendurch nochmal reingeschneit ist. Ja, na klar. Wir haben trotzdem Geld bekommen, wo wir verloren haben. War aber trotzdem, glaube ich, ganz witzig. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt den Daumen nach oben. In der übermorgen kommt dann eine neue Folge, geht ja online und die wird dann hoffentlich etwas sortierter, geordneter. Mhm. Hoffentlich ohne Izzy, weil Izzy mag ja keiner. Hoffentlich. Also absolut niemand. Ich schätze auch in den Kommentaren, wird nicht stehen, bitte mach wieder mit Izzy. Bitte lass Izzy nochmal kommen, wenn ihr gerade in der Aufnahme seid. Wird er bestimmt nicht drinstehen. Kann ich mir absolut nicht vorstellen. Ja, richtig, klingel. Klingelingeling. Ey, ja, ich stand da rum, was soll ich denn machen? Ja, bei Adi klingeln. Hab ich ja vorgeschlagen, du hast gesagt, die wollen schlafen. Ja, das hast du erst vorgeschlagen, als du hier oben warst. Auf jeden Fall, was ist für die heutige Folge? Geht ja online. Schaut auf jeden Fall bei Kev vorbei, er hat auch aufgenommen. Link zu ihm ist oben in der Beschreibung. Ansonsten war's das. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Bleibt geile Leute. Ciao, ciao.